So. Dann haben wir hier noch einen Kopf. Bleib stehen. Ich weiß gar nicht. Wie bist du nur hier rausgekommen? Okay, ich hab schon. Einfach viel springen. Ja. So wie es aussieht, alles repariert. Jo, Ringsherum. alle Köpfe abgetrennt. Sehr gut. Also wir brauchen noch 4 Köpfe. Einen habe ich noch in der Tasche. Ich habe noch 2 Arme in der Tasche. Arm dran, ja. Ja. Jetzt haben die Schweine natürlich unser Dings wieder kaputt gemacht, ne? Was? Unsere Treppe. Ja. Ey, das mit der Seilrutsche ist cool. Oh, für noch einen Kopf. Überlege gerade, wie wir das machen, dass die Regale eventuell so ein kleines bisschen in Sicherheit sind. Gute Frage. Noch 2 Köpfe. Sehr gut. Mensch, ich will nur das Feuer anmachen. So, drauf damit auf das Ding. So. Sieht relativ gut aus. Baumfeld. Ja. Aber das muss man mir mal erklären, weißt du? Was Man denn? stürzt mit dem Flugzeug ab. Ja? Ja.
Man ist auf irgendeiner Insel, wo, keine Ahnung, Kannibalen eingeboren wurden oder Experimente durchgeführt wurden. Und in so einer 0815 Höhle findet man eine Kettensäge. Ja, vielleicht hat ein Passagier irgendwie sowas im Koffer dabei und ist dann in der Höhle verreckt und deshalb lag die da. Mit der Kettensäge. Ja. Was willst du denn hier hinten? Ach, hier hinten willst du die Regale bauen, oder was? Ja, ich will da halt so eine, ja, einigermaßen gerade Ebene haben. Ja. Ja, Wand, also da Wände hinbauen, so, weißt du, dass es halt so ein bisschen geschützt ist. Dass wir da denn hinten halt wirklich nur die Regale hinstellen. Das ist so quasi die, ja, Regalecke. Die Egalecke? Ja. Klein, aber fein hier. Ja. Wie gesagt, da will ich ja noch Wände hinmachen. Ja. Oder ich weiß ja nicht, ob das so... Ob wir das so machen wollen, oder ob ich da eine fertige Blockhütte hinstellen soll. Ich sag mal so, wir können es ja erstmal so testen. Umbauen, ja, können wir ja immer noch. Oder erweitern, dann machen wir so. Ja, wie gesagt, mir geht's halt wirklich halt nur um die ganzen Regale, dass die halt wirklich, wenn die halt reinkommen, in Sicherheit sind. Erstmal. Naja. Nö, können wir ja erstmal so lassen dann. Und wir können uns ja auch mal so ein richtiges Lager wieder bauen, also so richtig, wie wir mal hatten. Mit der Bauoption hier. Na klar. Kriegen wir schon hin. Wir sind Profis. Ja, das ist aber nicht 7 Days. Egal. Das ist das Problem. Egal, kriegen wir trotzdem hin. Bei 7 Days kannst du wenigstens auch schön begradigen. Da hast du auch deine Schippe, kannst du selber buddeln und so. Ja, das weiß ich, das weiß ich. Aber wir kriegen es trotzdem hin. Da bin ich mal gespannt auf die Alpha 17. Die müsste eigentlich ja auch demnächst rauskommen. Ja. Fall um. So, also diese Holzständer sind jetzt voll. Ne, denn einfach würde ich jetzt sagen, die Baumstämme da einfach nur irgendwo hinschmeißen. Ja, ich bin ja gerade dabei. Hatten wir nur einen Wagen? Nee, eigentlich zwei. Aber ich weiß gerade nicht, wo der andere ist. Ah, da hinten. Ich packe erstmal alle Baumstämme auf den Haufen. Jo. Also die Sache ist ja so, wenn man die Bienenwagen miteinander so kombinieren bzw. verbinden könnte. Ja, so als kleinen Zug. Ja. Wäre natürlich auch nice. Gut. Ich hole den anderen Wagen mal schnell. Mach das. Sonst benutzen nachher die Eingeborenen den. Wie beim Aldi. 1 Euro reingeschmissen und weg sind sie, weißt du? Ja. Nee, das geht nicht. Oh, ich glaube, jetzt hast du aber jede Menge gefällt, ey. War das ein Vogel, ey?
Ich glaube, das war's, ne? Warte mal, warte mal, warte mal. Wie viel? Ich will mal sehen, wie viel sind denn da drauf? Oh, Schenk. 10, 10, 12. Sieht nicht so viel aus. 10. Zehn, doch. So. Die, hier sind noch drei Baumstämme. Ja, ich komme mal zwei abholen. Ich habe sie bis, na, ich habe sie hier ein bisschen nah ran. Ja, ich mache erstmal eine kleine Pause, weil Ausdauer. Achso. Die Ausdauer macht schlapp bei ihm. Ja. Ja, aber manche Bäume hätten eigentlich schon längst nachwachsen müssen. Normalerweise schon, ja. Keine Ahnung. Ich sag mal so, ist ja nicht so, dass wir jetzt so wenig Bäume haben. Klar, in der Nähe wird es weniger, aber wir haben noch ein paar. Sieht's denn aus? Ist das einigermaßen gerade? Ich habe jetzt einfach nur gebaut, habe ich nicht geguckt. Alter, geht doch kaputt! Ja doch, sieht doch gut aus. Dann man die Wand am besten an. Appa, appa. Hey, das sieht doch schick aus. Wie macht man ein Dach? Das ist jetzt halt. Tja. Ja. Das ist eine Kunst. Oh ja, siehst du, man hätte ein Fundament machen können. Echt? Ist egal. Ja, scheiße. Da gucke ich mal nach. So, jetzt ist aber nur die Frage, wie mache ich das jetzt mit dem Dach? Eigener Boden? Holzbank. Ist so doof. Oh mein Gott, die komischen Fuzzis sind schon wieder da. Wieder? Ja. Die Wand hier sieht doch schon wieder irgendwie schon wieder so ein bisschen kaputt aus. Nee, ist nicht. Oh mein Gott, ich hasse die. Eigene die hauen Boden. Draußen schon wieder. Man hat ja auch keine Ruhe, ne?
Na, versteckst du dich dahinter, ne? Boah! Ach, der ist auf Drogen, der Typ. Was geht mit dem ab? Habt ihr manchmal? Oh fuck! Alter, die rammen hier alles in. Boah, wie viele sind das? Oh, scheiße, meine Ausdauer. Die Eulen können nicht so viel instecken. Einer tot. Ja, bei mir auch einer. Ey, du Olle. Ich muss kurz Ausdauer warten. Noch eine tot. Sehr schön. Ja, fuck meine Ausdauer. Oh, fuck. Ich komme. Ich löse ab. Meine Ausdauer ist jetzt auf den Arsch. Einen habe ich. Okay, hinter dir. Hinter dir kommt einer. Den nehme ich. Die Olle ist tot. Okay. Drecksau. Der scheint auch tot zu sein. Hier hinterm Dings ist einer. Eine. Alter, ja! Hau mich schon mal, als wäre ich keine Ahnung was. Ja, wie? Ihr könnt das reparieren. Wow, ich hab den Vogel repariert. Ja, ich hab's gesehen, hier fliegt auch direkt eine Feder. Der Vogel ist down. Sehr schön, der ist nicht mehr heile. So, ich bring die direkt mal rein, die ganzen Leichen hier. Das bringt ja sonst nichts. Ich pack die mal vor der Tür erstmal, ja. Und den können wir sie ja nach und nach reinholen. Genau. Fuck, ich brenne. Es regnet ja. Eigentlich müsste es ja denn ja aufhören mit brennen. Ah, da haben sie hier die ganzen Dinger kaputt gehauen. Ja, ist eher, dann lassen wir's. Mit den Köpfen, die? Ja. Ich glaube, die ist mögen egal. Die nicht, ja? Nee, glaube ich auch. Ja, das war's hier, glaube ich. Ich sehe jetzt hier keine Leiche mehr. Ah. Mal ganz kurz in eine Küche. Jo. Neues Tier entdeckt. Hup, hup.
unser Fischi. Was, ein Frosch? So. Jo. Wie krieg ich das mit dem Dach hin? Muss ich erstmal hier die Wände setzen oder? Gibt es nicht irgendwie Dach oder so? Nee. Ah, oder bestimmt, weil. Da eigenes von, Dach. Ja, aber das geht ja nicht. Kann ich ja nicht setzen. Achso. Bestimmt, weil kein eigenes Fundament ist, wa? Ja, das kann natürlich sein, ja. Warte, vielleicht das hier doch nochmal wegreißen? Es tut mir leid, ich muss das hier. Oh. Oh. Tut mir leid. Vielleicht liegt es nämlich daran. Das kann natürlich sein. Kletterseil. Was ist das? Oh, das sieht jetzt natürlich ein bisschen scheiße aus. Fliegen nur überfliegen. Das sieht jetzt echt ein bisschen kacke aus. Ach so. Weil es ein bisschen ungerade ist, ne? Na, wegen den Bohnen, ja. Aber man hätte das höher machen können, oder? Weiß ich nicht. Na, wir sind ja noch am Lernen, wie man hier richtig baut. Genau so sieht es aus. Das wissen wir halt. Oh, gucke. Ich bin da verkleistert. Oh, das sieht doch cool aus. Hallo. Ja.